Hallo zusammen. Heute gibt es etwas ganz Besonderes, Jessys Orangenkranz. Diesen Kuchen, diese Torte habe ich unserer großen Enkeltochter gewidmet, der Jessica. Sie hat sich beklagt, sie hat noch keinen Kuchen mit ihrem Namen, keine Torte. Aber dieses Rezept, das passt genau zu ihr. Jung, spritzig und ganz, ganz toll. Wenig Zucker, so wie es die jungen Leute heute wollen. Diese Zuckerzugabe, die jetzt kommt für den Tortenboden bzw. für den Kranz, das ist die einzige Zuckerzugabe und dann kommt nur noch ganz, ganz wenig Butter dazu. Auf die könnte man fast verzichten, aber ansonsten genau so, wie es die jungen Leute haben wollen. Wenig Kalorien, damit die Figur stimmt. Aber jetzt zum Rezept. Das Ganze war eigentlich nur als eine Probe gedacht. Dass sowas Feines dabei rauskommt, habe ich nicht gewusst. Gehofft natürlich, aber es gibt jetzt auf jeden Fall eine Wiener Masse, ohne diese warm zu schlagen. Also Biskuitmasse, nein, es ist kein Biskuit, da kommt Butter dazu. Die Eier gut aufschlagen. Zwei Eier lassen sich etwas schwierig aufschlagen in so einer großen Rührschüssel. Und dann kommt das Mehl, das gesiebte Mehl natürlich dazu. Und anschließend dann die flüssige Butter. Und das wird dann alles zusammen untermeliert. Ganz vorsichtig, damit die Masse nicht zusammenschlägt, nicht zusammenfällt. Und wie gesagt, das ist eine Wiener Masse und sie geht auch im kalten Zustand. Einfüllen in die 18 cm Kranzform. Vorsichtig einfüllen, damit auch nichts daneben geht. Und dann ab in den Ofen. Der ist natürlich vorgeheizt auf Umluft. 170, 180 Grad. Eine genaue Zahl kann ich euch nicht nennen, da ja jeder Ofen anders backt. Und das geht dann einfach nicht. Die beste Methode ist dann anschließend das Abtasten des Kuchens, der Masse und dann feststellen, ob er auch fertig gebacken ist. Aber so nach etwa 30 Minuten dürfte er fertig sein. Leicht anschneiden oben. Und stürzen. Und bis der Biskuit, ich sage jetzt einfach mal Biskuit dazu, ausgekühlt ist, geht es weiter mit den Vorarbeiten. Orangensaft, frisch gepresst natürlich. Aus der Flasche, das wollen wir nicht so unbedingt haben. Und dann abwiegen. Ich habe jetzt etwas mehr gehabt für dieses Vorhaben. Das war ja alles ein Versuch. Aber das Rezept habe ich dann für euch so eingeschrieben, wie es sein sollte. Also halben Liter Saft und dann die Weizenstärke dazu. Ihr könnt im Notfall natürlich auch Puddingpulver nehmen. Aber ich nehme für solche Sachen nur Weizenstärke oder Speisestärke, das ist egal. Kochen, abdecken mit Frischhaltefolie. Und gut auskühlen lassen und natürlich so abdecken, dass keine Luft darunter kommt. Dann gibt es auch keine Haut und wir können die Creme ganz problemlos dann verwenden. Den ausgekühlten Kranz durchschneiden. Ihr seht, das geht ganz einfach. Immer drehen, dabei den Rand anritzen und dann vollends durchschneiden. So, die Orangensaftcreme ist fertig. Kurz durchrühren. Die Sahne ist natürlich schon im Tiefkühler. Eine gute halbe Stunde muss die auf jeden Fall dazu. Und für diese Creme nehme ich etwas Grand Marnier. Ihr könnt natürlich auch Orangensaft nur nehmen. Die Gelatine einweichen. Und diese wird dann im Grand Marnier bzw. im Orangensaft dann aufgelöst. Alles bereitstellen und jetzt die Sahne. Und dazu muss ich jetzt sagen, ich habe in der Küche
gute 26, 27 Grad, also mitten im Hochsommer. Und die Sahne lässt sich natürlich jetzt nicht gut aufschlagen. Das ist einfach zu warm, obwohl die Sahne eiskalt war. Und es geht einfach nicht besser. Und deswegen ist es auch jetzt alles nicht so, wie es sollte sein. Ja, und jetzt die Gelatine gut ausdrücken und auflösen. Ich nehme dazu gern den Finger, dann wird die ganze Sache nicht zu warm, nicht zu heiß. Das darf es auf keinen Fall werden, weil wir wollen sie ja gleich wieder verarbeiten. Nur so, dass die Gelatine aufgelöst ist. Ihr seht, ich fahre dann auch immer mit dem Finger dazu. Den Topf abkühlen lassen und dann kommt etwas von der geschlagenen Sahne darunter. Gut verrühren und dann kommt das Ganze wieder zurück in die restliche Sahne und da wird es nochmal kurz durchgerührt und wie gesagt, meine Sahne ist etwas zu warm, weil die Küche zu warm ist und daher wird jetzt die ganze Creme auch etwas weich. Und sie lässt sich nicht so gut weiterverarbeiten, wie das eigentlich gedacht ist. So, und die wird jetzt ja geschmacklich angeglichen. Ich habe ja kein festes Rezept und deswegen kommt so nach und nach die Creme darunter und jetzt wird sie gefüllt. Nicht zu viel. Ich habe das nicht gern, wenn viele Creme unter den Böden ist. Und auch die Böden nicht so dick, leicht tränken mit Orangensaft. Ihr könnt natürlich auch Grand Marnier nehmen und dann wieder füllen, bis die ganze Torte fertig gefüllt ist. Und außen dann einstreichen. Und ihr werdet sehen, das ist für mich jetzt in der warmen Küche ein großes Problem. Ist nur gut, dass die Jessie mitten im Winter Geburtstag hat. Sollte sie die Torte bestellen, wenn sie zu Hause ist an ihrem Geburtstag, dann geht das natürlich viel, viel besser. Und ihr wisst ja natürlich, dass ich euch auch das zeige, was auch mir nicht so gelungen ist. Ich will ja, dass ihr Fehler vermeidet und deswegen zeige ich euch ganz genau, wie ihr es nicht machen solltet. Und Fehler kann man ja auch etwas vertuschen. Und ich hatte Gott sei Dank noch einige gehobelte, geröstete Mandeln zur Hand. Und die habe ich jetzt weiterhin verarbeitet. Sind sie auch schon wieder weg, gehen nicht kaputt, gehen sie sowieso nicht bei mir. Ich schmeiße keine Lebensmittel weg. Und auf jeden Fall waren sie jetzt dann gut aufgehoben für dieses Experiment, das zum Geburtstag auf jeden Fall viel, viel besser wird. Und jetzt etwas auflegen und den Rand einstreichen. Mehr gibt es nicht. Es könnten etwas mehr sein, aber so muss es auch gehen. Wie gesagt, ist ja nur ein Experiment. Und die Jessie bekommt das so, wie sie es verdient, eine richtig schöne, gute Torte. Und natürlich muss diese jetzt auch etwas durchziehen. Ich lasse sie über Nacht im Kühlschrank. Und euch wünsche ich viel Spaß beim Nachbacken und meine Fehler vermeiden. Ich habe sie euch gezeigt und alles Wissenswerte ist dann unten in der Info. Und tschüss, bis zum nächsten Mal.